Maya und Lucy sind beste Freundinnen. Sie haben immer interessante Bastelideen. Wie kann man mit Heißkleber und Servietten einen ungewöhnlichen Look kreieren? Finde es mit Lalilu heraus. Skizziere einen Fuß auf Pappe. Nun kannst du die Pappsohle mit Stoff bespannen. Kreiere die Abdeckung. Und schon sind die Hausschuhe fertig. Jetzt müssen wir nur noch Verzierungen anbringen. Machen wir es in der richtigen Reihenfolge. Hasenohren, check. Augen aus Perlen, check. Perlennasen und ein flauschiger Schwanz, check. Lucy hat viel Zeit damit verbracht, sich mit ihrer Freundin zu unterhalten. Aber es ist Zeit aufzustehen. Und es ist so kalt, als sie die Couch verlässt. In solchen Situationen rufe ich meinen Hund. Lucky, Pantoffeln. Der Hund hat sofort verstanden, was zu tun ist. Ein Pantoffel steckt bereits in seinen Zähnen. Guter Junge, einer meiner Füße ist warm. Aber wo ist der zweite? Lass ihn uns suchen. Hier ist er. Unter dem Tisch. Braver Junge, Lucky. Maya ist ein sehr aufgeschlossenes Mädchen. Sie bleibt nicht gerne zu Hause. Aber heute ist es regnerisch. Es ist besser, zu Hause zu bleiben und ein gutes Buch zu lesen. Was ist denn das? Ist das Donner? Maya kam, um sich den Blitz anzusehen. Und bald fielen die ersten Regentropfen. Maya wollte schon so lange einen Spaziergang im Regen machen. Aber sie braucht die richtigen Schuhe. Ballons, ihr habt zu tun. Gelbe und rote Socken werden ihre Beine schützen. Bedecke alles mit Frischhaltefolie. Beklebe es mit glitzerndem Heißkleber. Die Stiefel sind fertig. Maya wandert viel. Deshalb hat sie auch Schuhe für jede Gelegenheit. Was soll ich wählen? Vielleicht diese Schuhe oder diese Stiefel? Die sind bequem und schick. Nein, ich werde meine neuen Gummistiefel anziehen. Mit denen kann ich durch die tiefsten Pfützen laufen. Vergiss nicht den Regenschirm. Maya genießt den Regen. Die Luft ist so frisch und die Straßen sind so leer. Danke, Regen. Es ist Zeit, die Sonne scheinen zu lassen. Schneide die Oberfläche eines Bügeleisens aus silberner Pappe aus. Mache ein paar Löcher für den Dampf. Befestige ihn mit doppelseitigem Klebeband. Bastele ein Etui aus einer Stiftkappe. Vergiss die Knöpfe nicht. Schneide einen Papprahmen aus und bespanne ihn mit Stoff, der mit Herzen versehen ist. Mache aus Essstäbchen stabile Beine. Ein Bügelbrett und ein neues Bügeleisen werden alle Falten glätten. Lucy hat gestern ihre Wäsche gewaschen. Sie muss sie heute bügeln. Sie hat alles, was sie zum Bügeln braucht. Seid gefasst, Falten. Vergiss nicht, das Bügeleisen auszuschalten. Schneide ein rechteckiges Stück aus einer medizinischen Maske aus. Forme es so, dass eine Minimaske entsteht. Versiegele den Rand. Ein paar Bänder. Und fertig ist die Maske. Lege sie in den Beutel. Maya, bitte sehr, sie gehört dir. Es ist kein Essen mehr zu Hause. Sie muss in den Laden gehen. Ich hatte irgendwo eine neue Maske. Es wird Zeit, die Schubladen auszuräumen. Hier ist sie. Okay, ich gehe einkaufen. Mein Lieblingsladen ist gleich um die Ecke. Da gibt es alles, was ich brauche. Hi, Steffi. Hi. Hi, Maya. Hi. Setz bitte deine Maske auf. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich war nur abgelenkt. Danke, komm rein. Mach einen Rahmen für einen Sessel aus Styroporblöcken. Diese Socke sieht abgenutzt aus, aber wir können sie für das Außenteil verwenden. Dieser flüschige rosa Sessel sieht wunderbar aus. Mache Armlehnen aus strukturiertem Schaumpapier. In der oberen Ecke befindet sich eine süße Schleife. Lucky hat schon einen Platz für sich gefunden. Es ist schwer, mit diesem Welpen mitzuhalten. Lucy hat auch beschlossen, den Sessel auf seine Weichheit zu prüfen. Wow, das sieht toll aus. Ich gebe dir eine 1+. Maya plant etwas. Was ist das für ein Geräusch? Maya dachte, die Knöpfe wären ein paar Teller. Fülle die Löcher mit Heißkleber. Ich bringe schon mal das Band mit.
Versiegele zuerst die Ränder. Jetzt lässt sich die Tüte leichter zusammenstecken. Schneide Stücke von einem Samtband ab, um Henkel zu machen. Zeichne mit Acrylfarbe ein türkisfarbenes Herz. Es sieht fast so aus wie bei Tiffany's. Aber es ist ein umweltfreundliches Design. Maya schleppt eine Menge Zeug mit sich herum. Nein, nicht so. Das ist zu viel. Zum Glück passt alles in die Tasche. Meine Lebensmittelliste ist kurz. Ich brauche ein paar von diesen und ein paar von diesen. Und das nehme ich auch mit. Oh, ich habe schon wieder zu viele Sachen. Das Wichtigste ist, alles nach Hause zu tragen und keine Spuren von heruntergefallenen Lebensmitteln zu hinterlassen. Plastiktüten sind nicht gut für die Umwelt. Steffi, komm zur Rettung. Ich habe Einkaufstaschen für jeden Geschmack. Such dir eine aus. Ich mag keine von beiden, um ehrlich zu sein. Ich weiß, was du brauchst. Es ist trendy und groß genug. Und es ist handgefertigt. Gefällt es dir? Es ist meine Lieblingsfarbe. Perfekt. Da passen alle meine Einkäufe rein. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mache Stücke aus dünnen Styroporschichten. Davon brauchen wir 3 Stück. Und ein rechteckiges Stück mit einer Öffnung innen. Und ein ganzes. Sichere alles mit Zahnstochern. Schneide die Enden ab. Ein Flachbildfernseher wird an den Seiten schwarz bemalt. Wir können Acrylfarbe verwenden. Überziehe ihn mit Nagellack und bestreue ihn passend dazu mit Glitter. Füge ein paar Details hinzu und stelle einen Bildschirm auf. Ein normales Smartphone tut es auch. Wow, Lalilu läuft gerade. Wir können uns das neue Video ansehen. Ein Strassstein wird zum Einschaltknopf. Lucy hat sich heute wirklich um ihr Haus gekümmert. Sie hat alle ihre Aufgaben erledigt. Jetzt kann sie eine Pause machen. Außerdem ist jetzt Lalilu dran. Und Lucy schaut sich alle ihre Videos an. Lucky schaut auch. Was, wenn wir eine coole neue Bastelidee lernen? Inspiriert von Lalilu beschließt Lucy, ein Kleid aus Resten zu basteln. Ja, Maya unterstützt meine Idee. Und Lucy macht den Samen des Kleides aus Servietten. Die Silhouette wird mit Frischhaltefolie umwickelt und dann mit Kreppband fixiert. Ein dicker Kleiderrahmen ist fertig. Machen wir uns an den nächsten Schritt. Wir brauchen eine Menge Servietten. Falte die größte und schneide eine Öffnung für die Taille aus. Die untere Schicht des Rocks ist fertig. Klebe ein asymmetrisches Stück auf. Das schneeweiße Korsett passt ihr so perfekt. Füge dem Rock weitere Lagen hinzu und verziere ihn mit einem Band an der Taille. Füge ein schmales Band als Kontrast hinzu. Verziere das Outfit mit Federn und Strasssteinen. Und füge rosa Glitzer an den Seiten hinzu. Was für ein hübsches Kleid! Lucy sieht darin aus wie eine Märchenprinzessin. Wo sind meine Pferde und meine Kutsche? Ich bin so froh, dass ich mich entschieden habe, dieses Kleid zu machen. Das Ergebnis hat mich noch mehr inspiriert. Maya könnte sich stundenlang mit ihrer Freundin unterhalten. Das heutige Thema ist Mode. Wie wäre es, wenn wir beide Kleider selbst nähen? Cool, Herausforderung angenommen. Ich hatte irgendwo eine große Mappe mit buntem Heißkleber. Schneide neonfarbene Heißklebestangen in Stücke. Du kannst aus so vielen Farben ein eigenes Bild machen. Wechsle die Farben ab und füge eine neue Klebestange hinzu. Maya trägt einen Bodysuit aus Gummi. Aber es ist besser, eine Schicht Frischhaltefolie obendrauf zu legen. So viele Schichten. Nun trage Heißkleber auf. Füge Streifen und Tropfen hinzu, was immer du möchtest. Das Ergebnis wird dich sicher überraschen. Dieses Korsett ist ein Unikat. Schneide die Form zu und mache Öffnungen. Auf dem Rücken kannst du eine Schnürung anbringen. Trage schnell Heißkleber auf, sodass die dünnen Linien ein zartes Muster ergeben. Schneide die Teile so zu, dass sie wie Blütenblätter aussehen. Mache eine flauschige Krempe für das Kleid. Wow, Maya! In so einem Kleid wärst du der Star auf jeder Party. Alle Augen werden auf dich gerichtet sein. Hallo, Lucy. Ich brauche ein Fotoshooting für uns. Ja, wir müssen unser Aussehen von heute festhalten. Du kannst keinen besseren Fotografen finden. Chris macht umwerfende Fotos. Die Freundinnen trafen sich im Fotostudio. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Hast du mich vermisst? Ja, das habe ich. Was für ein schönes Kleid. Ist es das? Ja, es ist handgefertigt.
Und dein Kleid sieht auch wunderschön aus. Hier ist Chris. Hallo Mädels. Hi. Ich liebe es. Ich könnte gratis Fotos von euch machen. Oh, seht euch an. Ich werde noch ein paar Fotos machen. Wow. Wir hatten so eine tolle Zeit. Schaut mal, wie toll diese Bilder sind. Chris, du bist ein Genie. Wir werden auf unsere Fotos warten. Wir sehen uns, Mädels. Welches Outfit hat dir besser gefallen? Lucys oder Mayas? Kommentiere unten und gib diesem Video ein Like. Und wenn du Lalilu abonnierst, verpasst du niemals wieder ein neues Video.